Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute wollen wir mal wieder die Eiskönigin aufmachen und wir wollen nachschauen, was wir so da drin haben. Und wir machen gleich mal das erste Ei auf. Zack. Und schauen erstmal nach. Aha. Ja, hier ist so ein Fahrrad drin. Die ist grüner. Gut, dass das jetzt in einem Mädchenfahrrad drin ist. Aber gut, das ist die Sache von Ferrero und nicht meine. Machen wir Ei Nummer 2 auf. Gucken, was da drin ist. Ah, es klappert. Also ist es bestimmt was zum Zusammenbauen. Jawohl. Ja, gut. Was kommt hier alles noch raus? Was ist das? Das ist also hier so ein, ich nehme mal an, Blumenmädchen. Soll das sein? Auch dieses baue ich mal ganz schnell zusammen. So, so sieht's aus. Ja, ich sag mal, sieht schon nicht schlecht aus. Das hat schon mal was. Gut, aber nun wollen wir uns mal den Hauptfiguren widmen. Und wir schauen jetzt mal, ob ich wenigstens schon mal was wieder einer Figur bekomme, die ich noch nicht habe. Aha, es klappert. Und es ist. Ja. Es ist dieser komische Gnom. Grand Puppy oder so ähnlich. Dieser hier. Den hatte ich ja nun schon mal. Ups. Na, komm her. So. So sieht er aus, der kleine Gnom. Gut, machen wir das vierte und letzte Ei auf und schauen mal nach. Was das so bringt. Oh! Tara, tara, wie wunderbar, ich habe eine neue Figur, ich habe Anna. Geilo, geilo.
So, und somit habe ich jetzt MS, Sven, den Gnom, Christoph, ich habe Anna als Kind, ich habe Olaf und ich habe jetzt Anna als Erwachsene. Mir fehlt jetzt nur noch Elsa als Kind und Elsa als Erwachsene. Die beiden Figuren fehlen mir noch. So, ich werde sie jetzt erstmal zusammenbauen. Kleinen Moment. So. So sieht sie aus. Gut. Und das soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Wer die beiden Hauptfiguren hier noch auf dem Drehteller sehen möchte, der bleibt bitte noch so lange dran. Das folgt hier im Anschluss des Videos. Ich möchte mich aber jetzt an dieser Stelle schon bei euch bedanken. Sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne kommentieren, teilen auf Facebook, auf Instagram, auf Google+, wo immer ihr möchtet, habe ich absolut nichts dagegen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.